Hallihallo, meine Creepy-Fans. Ich bin's, euer Raven da Creep. Ich mache heute eine Art Vorstellungsvideo von anderen YouTubern, die mir halt in den letzten Wochen, Monaten halt aufgefallen sind. Was soll ich noch sagen zu den YouTubern? Jeder macht irgendwas anderes, es ist nicht spezifisch nach irgendeiner Genre. Diese YouTuber kenne ich persönlich und würde halt ein bisschen Werbung für sie machen, damit sie auch ein bisschen mehr dazu bekommen an Abonnenten, an Views und all dem Scheiß. Also ich fange da mal an. Los geht's. So, ich würde fünf YouTuber gerne vorstellen, und zwar fangen wir direkt mal an mit Lea Chanotaku. Sie macht auf YouTube eher AMVs, also Anime Music Videos, die ziemlich gut sind. Wirklich, so gute AMVs habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und auch CMVs, also Cosplay Music Videos. Klar, vielleicht sollte man da ein bisschen mehr Zeit und Aufwand reinlegen, aber für den Anfang mit ihren 104 Abonnenten ist das eigentlich ziemlich gut. Obwohl, AMVs schaue ich mir in letzter Zeit eigentlich nicht an, außer ihre, weil ich will sie unterstützen und sie ist sozusagen meine Tochter. Klar, will ich sie unterstützen, weil ich auch mega stolz auf sie bin, dass sie das tut, was sie will. Und wenn ihr sie genauso unterstützen wollt wie ich, dann abonniert ihren Kanal und liked allen jedes ihrer Videos. Ich bin sicher, dass wenn sie sich mehr mit YouTube beschäftigt, dass sie da noch mehr gute Videos raushaut. Nicht nur AMVs oder so oder CMVs, sondern auch andere Videos wie Vlogs oder Challenges oder was weiß ich. Also, jetzt an dich, meine Kleine. Mach immer weiter. Gib ihr auch, so wie mir immer, einen Creep-Like-Daumen nach auf und ja. Was genau für Videos sie macht, was genau für AMVs oder CMVs, zeige ich euch jetzt. Kommen wir zum nächsten YouTuber, den ich gerne vorstellen würde. Das wäre Soundchat. Soundchat ist ein Kollege von mir, Kobera. Er ist noch relativ klein, relativ unten. Und den würde ich auch gerne pushen. Er hat jetzt gerade mal die 50 Abonnenten geknackt. Und ja, was er auf seinem Kanal macht, ist eher so eine Art Comedy-mäßig, auch in Richtung Gaming und Anime, aber überwiegend Vlogs. Eigentlich ziemlich gut, und was er genau an seinem Scheiß da produziert, das zeige ich euch jetzt. Genauso wie bei Lea zeige ich euch, was Kubera so tut. Wir hatten jetzt dieses Wochenende den Cosplay in Frankfurt, wo ich halt ein paar Freunden war, und da ist mir mal eins aufgefallen. Es gibt verschiedene Arten von Besuchern. Kobera macht eher so einiges, was ich auch mache. Vlogs, Themen zu Sachen, Conventions, Anime und Gaming. Und ja, schaut mal weiter. Ich habe jetzt voll viele neue Kontakte. Ich habe meinen Freundeskreis voll ausgebaut. Hey, cool, ich habe gerade festgestellt, ich habe eine eigene Fangemeinschaft. Ist das nicht geil? Ey, siehst du die Süße da vorne? Ich habe mich gerade aufgerissen. Ich habe jetzt deren Kontakt bei Facebook. Das fand ich jetzt cool. Und du? Was hast du auf dieser Con jetzt Besonderes bekommen? Naja, ich habe nichts bekommen. Also für mich, ich war ganz nett, aber es ist nichts Besonderes gewesen. So,
Den nächsten YouTuber, den ich gerne vorstellen würde, oder eher gesagt YouTuberin, das ist Nana Wood. Sie hat 13.000 Abonnenten, also über 13.000, sogar fast 14.000. Und das finde ich ziemlich geil. So viele Abonnenten hätte ich auch gerne. Also ihr wisst, was zu tun ist. Was schafft mir mindestens 10.000 Abonnenten? Ne, kleiner Scherz. Ihr wisst ja, ich tue halt meinen Scheiß, weil ich meinen Scheiß machen will. Und ja. Und ihr schaut euch diesen Scheiß sogar noch an. Danke. Also, Nana Wood macht viele Videos in Sachen Lifestyle. Hab mir schon einige Videos, zwar nicht alle, aber einige Videos von ihr angesehen. Auch, ich glaube, auch mehr so in Sachen Real Talk macht sie viele Sachen. So viel ich weiß, hat sie nur mit einem Video es geschafft, so weit hochzukommen. Und boah, ich zeige euch einfach eines ihrer Videos, ein paar Ausschnitte, und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr sie gut findet, so wie ich, oder nicht. Bis gleich. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und von der lieben Kiki. Und wir haben heute ein ganz besonderes Video für euch, und zwar haben wir heute einen Tag. Nein. Wollen. Und zwar ist das der Wer würde er Tag. Ja, okay, jetzt ist ein Tag. Erste Frage, wer würde eher romantisch heiraten? Eins, ja. Zwei, drei. Auf jeden Fall du. Wieso du nicht? Ich weiß nicht, das ist mir zu teuer. Kommen wir jetzt zu Cheyennes Blog. Ich kenne sie auch persönlich, wie gesagt, ich kenne jeden von ihnen persönlich. Die sind alle ziemlich gut. Cheyenne macht auch vieles in Sachen Lifestyle, Vlog-mäßig und mit dem Schreiben über WhatsApp mit ihr habe ich auch herausgefunden, dass sie Creepypasta mag und sowas. Was ich ihr auch empfehlen könnte, wäre es Creepypasta zu vertonen. Könnte vielleicht gut ankommen. Und ja, was sie so macht, ist ziemlich genial, finde ich. Und eines ihrer Videos, vor allem das neueste Video, hat mir sehr gefallen. Das würde ich euch gerne jetzt mal zeigen. Ein paar Ausschnitte zumindest. Und ihr könnt natürlich entscheiden, ob ihr sie abonniert oder nicht. Bis gleich. Hey Leute, ich hoffe, euch geht es gut. Und heute gibt es ein neues Video von mir, nämlich heute werde ich meine Haare abrasieren. Also nicht meine ganzen Haare, sondern ich werde mir heute selbst meinen Undercut abrasieren. Bock drauf, könnt jetzt gerne weiterschauen. Und ja, ich wünsche jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Als allerletztes nehme ich jetzt Alex aus Alex Kleine Welt mit rein und ja, was er für Videos macht, naja, alles Mögliche. Wie soll ich den Typen am besten beschreiben? Na, sagen wir es mal so, er macht alles zum Thema Nerd-Lifestyle, Nerd-Style. Er macht ein paar Vlogs, Challenges und was weiß ich. Ist zwar jetzt nicht ganz oben, aber kommt schon mal an die 200 Abonnenten ran. Also quasi fast. Schaut mal rein. Ich zeige euch einfach eines seiner Videos. Und ja. So, ich bin jetzt in Düsseldorf angekommen. Halt nicht am Hauptbahnhof, sondern irgendwo. Hallo. Raven Dark Creep abonniert mich. Los, abonnier verdammt nochmal meinen scheiß Dreckskanal! Nein, doch. Das cut ich raus. Was? Und wir sind hier an der Straßenbahn-Dings. Und ja, wir vloggen gerade. Und laufen durch die Gegend. Heute Abend geht's noch zum Airport. Da mache ich ein bisschen Bullshit, mal wieder. Diesmal ohne Drago, weil und ohne mich. Drago nicht will und Drago keinen Bock mehr hat. Und der will auch nicht. Du wirst irgendwann groß rauskommen. So, hiermit verabschiede ich mich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert all die YouTuber, die ich halt vorgeschlagen habe, die ich hier in dem Video halt drangenommen habe. Und ja, sie machen alle gute Videos.
genauso wie ich. Und ja, bis dann, haut raus. Und lasst dem Video einen Creep-Like-Daumen nach auf da. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch nichts mehr verpasst.